Behind His Mask. Eine Shakespeare-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 41. Point of View. Stegi. Es war wie ein heftiger Schlag in die Magengrube. Nein, eigentlich war es schlimmer. Alles zog sich zusammen. Ich hatte das Gefühl, die Luft würde mir ausbleiben. Seine, Tims Worte, durften nicht wehtun. Ich hatte einen Freund, den ich liebte. Oder lieben sollte. Es sollte mir egal sein, dass Tim diese Worte aussprach. Und dennoch waren da diese simplen Worte, die so wehtaten. Wir sind zusammen. Tims Stimme war rau, als er das sagte und auf sich und Hannah deutete. Doch sein Blick war klar. Während er diesen einfachen Satz sagte, starrte er mich an, als wolle er meine Reaktion testen. Als wolle er sehen, wie ich das fand. Doch ich sagte nichts. Auch meine Gesichtszüge blieben neutral. Das spürte ich. Und in diesem Moment war ich für die 3 Jahre lange Übung sehr dankbar. No, machte Tobi mit einem dicken Grinsen auf dem Gesicht. Ja, wie süß. Bei diesen Worten wandte Tim den Blick nun doch von mir ab und drehte sich zu Tobi um. Er lächelte, nickte. Danke, kam es leise aus der anderen Ecke des Zimmers und alle drehten sich zu Hannah um, welche auf dem Boden saß und uns anlächelte. Es war gruselig. Normalerweise war ich es gewohnt, dass ich in fast jedem Menschen zumindest manchmal lesen konnte, was sie fühlten, dachten. Aber nicht bei ihr. Hannas Gesicht wirkte auf mich wie ein undurchdringliches Schutzschild. Tim nickte und ließ sich dann wieder neben dem Mädchen nieder. Sanft legte er einen Arm um sie, woraufhin sie ihm ein kurzes Lächeln schenkte. Tobi grinste mich kurz an, woraufhin ich mir ein sanftes Lächeln aufzwang und mich gemeinsam mit ihm auf den Boden sinken ließ. »Wollen wir weiterarbeiten, ja?« fragte Tobi und grinste in die Runde. Normalerweise war er echt feinfühlig, aber in diesem Moment schien er die seltsame Stimmung im Raum nicht zu bemerken. Irgendwie war es, als wäre Tim nervöser als sonst, Hannah aufmerksamer und ich trauriger. Aber vermutlich bildete ich mir die Stimmung nur ein. Vermutlich war alles normal. Alles wie immer. Nur eben mit dem Unterschied, dass Tim eine Freundin hatte. Dann war dann noch der Fakt, dass ich ebenfalls vergeben war. Und dennoch sträubte sich alles in mir dagegen, den Gedanken des Tim-Henna-Paares zu akzeptieren. Warum, wusste ich selber nicht. Trotz allem kamen wir gut mit dem Projekt weiter. Am Ende beschlossen wir, dass wir uns gegenseitig kurz unsere Einleitung vorstellen wollten, um zumindest eine kurze Idee von dem genauen Thema des anderen Teams zu bekommen. Soll ich einfach für mich und Stegi beginnen? Tobi sah fragend in die Runde und als keine Anwender erhob, begann er zu sprechen. 61% der deutschen Jugendlichen haben etwas gegen Homosexualität. Das Wort Schwuchtel ist ein geläufiges Schimpfwort, das sehr gerne als Synonym für schlecht, langweilig oder dumm verwendet wird. In einigen Ländern steht auf eine Partnerschaft mit einer Person des gleichen Geschlechts lebenslange Haft, in anderen sogar die Todesstrafe. Es gibt eine große Anhäufung von Bedrohungen, Mobbingattacken und Gewalttaten, die sich gerade gegen schwule, aber teils auch lesbische Personen richten. Die Opfer melden solche Fälle häufig nicht, aus Angst vor weiterer Diskriminierung. Selbst die Polizei nimmt sich einiger solcher Fälle nicht richtig an, sondern stuft sie oft als nicht polizeirelevant ein. Aber warum das alles? Woher kommt dieser Hass? Und wie schlimm ist es wirklich? Tobi stoppte in seinem kurzen Vortrag und blickte von dem Computer auf seinem Schoß auf. Die ganze Zeit, während er das vorgelesen hatte, hatte ich auf den Boden geguckt,
hatte es kaum gewagt, Tim anzugucken. Denn war es nicht genau das, was er tat? Er war homophob, das stand fest. Zwar hatte er mich mal geküsst, aber das hatte er hundertprozentig nur getan, um nur herauszufinden, ob ich wirklich so eine Schwuchtel war, wie er immer sagte. Bei diesem Gedanken stiegen mir Tränen in die Augen. Schnell biss ich mir auf die Lippe und versuchte, sie zurückzuhalten, was schließlich auch gelang. »Das haben Stege und ich zusammen formuliert«, meinte Tobi in diesem Moment, und ich konnte seinen fröhlichen Blick auf mich spüren. »Ich finde, dass uns das ganz gut gelungen ist.« Ich hob den Blick und warf ihm ein kurzes, dankbares Lächeln zu. »Das ist echt gut geworden«, meldete sich Hannah plötzlich zu Wort. »Man fühlt sich irgendwie total angesprochen, und ich würde am liebsten gleich auf die Straße rennen und jeden schlagen, der was gegen Homosexualität hat.« Sie grinste kurz in die Runde. »Okay, das wollte ich auch schon vorher.« Tobi nickte eifrig. Seine Augen leuchteten zustimmend. »Finde ich auch.« Tim sich zu diesem Thema äußern zu hören, überraschte mich. »Ich finde, ihr habt das echt gut hinbekommen.« Sein Blick glitt zu mir hinüber, und fast war es, als würde er mir zulächeln. »Homophobie geht gar nicht.« Seine Worte ließen mich mitten in der Bewegung erstarren. Hätte er mich nicht so ins angeguckt, hätte ich gelacht. Wieso sagte er sowas? War er nicht selber homophob? Aber schließlich hatte er das Thema ausgewählt. Schließlich hatte er mich geküsst. Trotzdem, vielleicht sagte er das nur wegen Hannah. Ganz bestimmt sogar. »Ja, stimmt«, meinte Tobi nun bestätigend und lächelte uns an. »Sollen wir jetzt unsere Einleitung vorlesen?«, fragte Hannah, und schon war ihr Blick auf den PC vor ihr und Tim gerichtet. »Einmal Homo, immer Homo. So sagen viele.« Als Hannah zu lesen begann, spürte ich Tims Blick auf mir liegen. Nur stimmt das nicht so ganz. Laut diverser Studien ist die Sexualität eines Menschen nicht angeboren oder festgelegt. Sie beruht vielmehr auf Lebensumständen, Erfahrung und Reife. Wenn 17 Jahre alte Personen sagen, sie seien homosexuell, so ändert sich das häufig innerhalb von wenigen Jahren. Als das Mädchen eine kurze Pause einlegte, blickte ich auf und damit direkt wieder in Tims Augen, welcher mich immer noch anstarrte. Warum tat er das? Unsicher legte ich den Kopf leicht schief, doch er sah mich nur weiter an. Aber selbst wenn jemand feststellt, dass er sich zum anderen Geschlecht hingezogen fühlt, so trauen viele sich nicht, dies zuzugeben. Sein Blick war durchbohrend, als wolle er mir ganz viel sagen. Und doch irgendwie nichts. Was sagen die Eltern? Was sagen die Freunde? Was sagen die Lehrer? Und was sagt die Welt? An dieser Stelle unterbrach Hannah sich und stupste Tim leicht an. Dieser fuhr hoch, wandte den Blick von mir ab und begann weiterzulesen. Die meisten akzeptieren sich nicht mal selber. Sie wollen hetero sein, sind verwirrt über die seltsamen Gefühle für jemanden, der ihres Geschlechts angehört. Während er sprach, klang seine Stimme bedrückt. Das innere Coming-out muss stattfinden, bis die Person es über sich bringen kann, es jemandem anzuvertrauen. Weiterhin bleiben viele Fragen und Unsicherheiten offen. Wem soll man sich anvertrauen? Wie soll man es erzählen? Für viele Menschen ist dies ein Ding der scheinbaren Unmöglichkeit, gerade wenn sie über homophobe Mitglieder in ihrem Umfeld wissen. Denn selbst wenn eine Person erstmal das Outing schafft, steht sie vor dem nächsten Problem, die alle auf ein Thema hinauslaufen. Homophobie. Gen Ende war Tim immer schneller geworden. Immer leiser. Er hatte den Kopf gesenkt und starrte nun auf den Laptop, als Tobi meinte, dass es, ja voll, der gute Text gewesen sei. Ich nickte kurz, als mein Handy vibrierte. Jay. Sorry nochmal wegen heute. Hast du morgen Zeit? Kurz sah ich die Nachricht an, ehe ich mein Handy wieder sperrte. Irgendwie hatte ich Lust, mich morgen mit ihm zu treffen. Irgendwie, aber auch nicht.
Und alle sagen, dass alles so anders wirkt, als es ist. Doch was, wenn alles so ist, wie es wirkt und man sich nur wünscht, dass es anders wäre? Kapitel 42. Hallo, Stegi. In dem Moment, in dem Tim unser Zimmer betrat, wusste ich, dass er wohl nicht ganz nüchtern zu sein schien. Er war nicht betrunken oder so. Er konnte locker noch gerade laufen und ohne zu lallen reden, aber doch hatte er einen leichten Alkoholpegel im Blut. Wie es aussieht, haben wir jetzt wohl beide einen Partner, hm? Tim sah mich an. Aus dem Augenwinkel konnte ich sehen, dass er seine Augen leicht zusammengekniffen hatte. Ich nickte kurz, um ihn genauer anzusehen, und machte einfach mit den Hausaufgaben weiter, die vor mir lagen. Eine Weile lang herrschte Stille. Tim setzte sich auf sein Bett. Er lehnte sich gegen die Wand und schaute an die weiß gestrichene Decke des Zimmers. Ist doch seltsam, nicht? Fragte er irgendwann und verwirrte mich damit. Wieso redete er so ruhig mit mir, als wären wir beste Freunde? Ob das an dem Alkohol lag? Da waren wir beide so lange Single und jetzt sind wir beide vergeben. Ich spürte seinen Blick auf mir ruhen. Du hast vorhin mit deinem Vater geskypt? Stellte er mit fragender Stimme fest. Diese Worte erregten meine Aufmerksamkeit endgültig. Vorsichtig hob ich meinen Kopf und sah nun direkt zu Tim. Seine braunen Augen trafen direkt auf meine. Du hast mit ihm geredet. Ich schluckte den Kloß in meinem Hals runter, als ich vor meinem inneren Auge das glücklich grinsende Gesicht meines Vaters sah, als ich plötzlich etwas zu ihm gesagt hatte. Wir schaffen das, Dad, hatte ich gesagt. Nichts wirklich Besonderes, aber doch ausdrucksstarke Worte. Und alleine der Ausdruck in den Augen meines Vaters wären 100.000 Worte wert gewesen. Für einen Moment war die Müdigkeit, die Erschöpfung gepaart mit der Trauer von ihm abgefallen. Stattdessen waren Freude und Glück zu sehen gewesen. Er hatte gewirkt, als sei sein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Und vielleicht war es das ja auch. Ich habe euch nicht absichtlich belauscht, fuhr Tim fort. Ich war ja im Bad. Die Tür ist immer noch kaputt. Ich hatte mein Handy mit, deswegen habe ich das erst eine ganze Weile später realisiert. Und dann wollte ich dich nicht stören, du dachtest sicher, ich hätte gar nicht zugehört. Was war denn mit Tim los? Seit wann redete er so gelassen mit mir? Dein Vater meinte, dass es in der Firma gerade wieder besser läuft. Tim sah mich an. Ich wusste gar nicht, dass ihr eine Firma habt. Ich zuckte vorsichtig mich mit den Schultern. Was wusste Tim denn überhaupt über mich? Eine kurze Weile herrschte Stille. Ich entsperrte mein Handy und ging auf den einzig aktiven Chat. Rette mich! Mein Mitbewohner ist angetrunken, schrieb ich Aldo. Häufig passierte es, dass er meine Nachrichten sofort las. Aber gerade jetzt, wo es gut täte, mit ihm zu schreiben, nicht. Wie findest du Hannah eigentlich? Fragte der Braunhaarige plötzlich, vollkommen zusammenhanglos. Er lehnte sich nach vorne und guckte mich fragend an. Ich zuckte mit den Schultern und lächelte dabei. Ich sollte wohl eher nicht zeigen, was ich von dem Mädchen dachte. Nicht, dass Tim wütend wurde. Vorbei. Ich wusste ja selber nicht mal so genau, was ich von ihr denken sollte. Sie verstand es, ihre Gefühle perfekt zu verstecken. Gleichzeitig wirkte sie so, als könnte sie geradewegs alle Gedanken lesen. Trotzdem wirkte sie irgendwie nett und gleichzeitig unsympathisch. Wobei Letzteres wohl eher daran lag, dass sie mit Tim zusammen war. Stellte sich nur die Frage, warum sie das unsympathisch erscheinen ließ. Vermutlich, weil ich nicht verstand, wie man mit so jemandem wie Tim zusammen singen konnte. Vorbei. Würde ich das nicht irgendwie auch wollen? Genervt von meinen Gedanken seufzte ich leise.
Nein, würde ich nicht. Jay, ich hatte Jay. Sie ist nett, nicht? Fragte der braunhaarige weiter und ich bekam immer mehr das Gefühl, dass er mehr mit sich selbst redet als mit mir. Hannah sagt, dass es wichtig ist, dass man der ist, der man wirklich ist. Tim schüttelte kurz den Kopf. Das ist aber nicht immer einfach, weißt du? Er wandte den Blick wieder zu mir und ein leises Seufzen entkam seinen Lippen. Plötzlich stand Tim auf. Mit schnellen Schritten war er bei mir, sodass ich nicht mal mehr die Zeit gehabt hätte, aufzuspringen und wegzulaufen. Einige Zentimeter vor mir blieb der braunhaarige stehen. Jay kommt mir irgendwie komisch vor. Er lächelte leicht. Er ist total nett, ja. Aber er ist immer gut drauf. Er ist immer fröhlich. Das ist doch nicht natürlich. Findest du nicht auch? Ich konnte nur nicken. Es war, als würden meine Gedanken von etwas benebelt werden. Der Junge hat doch nie etwas Schlechtes erlebt. Der hat nur glückliche Erlebnisse, so wie der drauf ist. Er hat keine richtige Geschichte. Denkst du allen Ernstes, dass so jemand zu dir passt? Verwirrt blickte ich Tim nun an. Woher wollte der denn wissen, was Jay zugestoßen war? Es wirkte zwar nicht wie jemand, dem eben etwas Schlimmes widerfahren war, aber vielleicht konnte er ja einfach nur Gitarre spielen. Außerdem, wieso sollte ich denn unbedingt jemanden wollen, der auch unschöne Sachen erlebt hatte? Ich rede nicht von deinen unschönen Ereignissen in Bezug auf mich. Tim hob den Kopf und sah mich direkt an. Die sind sicher nicht toll, aber ich bin mir ganz sicher, dass du schon viel Schlimmeres erlebt hast. Das sieht man dir an. Tim holte kurz Luft und es war, als würde er mich mit seinen Augen durchbohren. Hast du deinem Freund jemals von deiner Vergangenheit erzählt? Hast du ihm jemals erzählt, dass du täglich geschlagen wirst, dass du gemobbt wirst? Sicherlich nicht. Aber hat er auch je danach gefragt? Ich wette nicht. Ich schluckte kurz. Tim wusste nichts. Er wusste nicht, wie perfekt Jay und ich harmonierten. Er wollte mich nur verzweifeln lassen. Jay mag nett sein, aber ist er nicht total langweilig? Tim sah mich mit schiefgelegtem Kopf an. Sei mal ehrlich, habt ihr irgendwas gemeinsam? Langsam aber sicher spürte ich Wut in mir hochsteigen. Was war denn Tims Problem? Wollte er mich wieder unglücklich machen, jetzt wo ich mal jemanden gefunden hatte, der für mich so da zu sein schien? Es mochte zwar stimmen, wir hatten viele unterschiedliche Vorlieben, aber das musste doch nichts aussagen. Na und, da mochte er eben Romanzen und ich ja Actionfilme. Na und, dann langweilten mich eben seine Filme und ihn meine. Na und, da mochte er eben lieber salziges und nicht süßes Popcorn. Na und dann hatte ich eben eine lange, unschöne Vergangenheitsgeschichte und er eine glückliche. Na und dann war er eben immer fröhlich und ich eben nicht. Na und, dann wusste er eben nichts von dem Mobbing. Na und dann lebte ich mit Jay eben in einer anderen Welt als ohne ihn. Immerhin lebten wir zusammen in einer heilen Welt. Das war doch auch irgendwie schön. Er passt nicht zu dir. Tim trat einen weiteren Schritt auf mich zu. Versteh das doch. Seine Nähe zu mir machte mich unruhig. Ich konnte nicht mehr wirklich klar denken. Einerseits spürte ich Angst in mir, aber andererseits war da ein komisches Kribbeln, welches ich krampfhaft zu unterdrücken suchte. Du findest ihn toll, weil er der einzige Mensch ist, der richtig nett zu dir ist. Aber, für dich ist er was Besonderes, aber das ist er nicht. Tim seufzte kurz. Es gibt Leute, die so viel besser zu dir passen würden. Meinte er jemand Bestimmtes? Langsam bekam Tim mir wirklich Angst zu machen. In diesem Moment legte er unwillkürlich eine seiner großen Hände an meine Wange. Ich spürte, als ich die Wärme spürte, die sich von der berührten Stelle aus ausbreitete.
Ich versuchte, mich aus der Starre loszureißen und nahm vorsichtig Tims Hand von meiner Wange. Immerhin war er leicht angetrunken. Er wusste sicher nicht, was er hier tat. Hey, beschwerte sich der Braunhaarige in just diesem Moment lautstark. Lass meine Hand da. Unruhig sah ich zu ihm hoch, als sich unsere Augen trafen. Tim wirkte plötzlich so liebevoll und nett. Ganz als wäre er nicht der Mobber, der mich hasste. Leicht spürte ich, wie er sanft seine Finger bewegte. Ein Schauer jagte durch meinen Körper. Plötzlich beugte Tim sich noch ein Stückchen weiter vor. Sein heißer Atem schlug mir ins Gesicht. Eine leichte Alkoholfahne schwang darin mit. In seinen Augen war in diesem Moment kein Fünkchen Hass zu erkennen. Vielmehr war sein Blick liebevoll, irgendwie aber auch traurig, und wenn ich mich nicht absolut täuschte, war da auch so etwas wie Verzweiflung. Und wieder einmal kam ich nicht darum herum festzustellen, wie wunderschön dieses dunkle und klare Braun doch war. Einen Moment lang war er mir so nah, dass ich mir fast schon sicher war, er würde mich küssen wollen. Und was mich erschreckte, war, dass ich es nicht mal schlimm fand. Ich wäre bereit, meinen Freund für jemanden wie Tim zu betrügen. Jemanden, der mich hasste. Jemanden, der so ein Arschloch war. Doch dann entfernte er sich ruckartig wieder von mir. Er sah mich kurz an. Ich meinte, in seinem Blick Verwirrung zu erkennen. Vermutlich fragte er sich gerade, wieso er mir, einer Schwuchtel, so nahe kam. Und vermutlich war genau das auch der Grund für den plötzlichen Schmerz tief in mir drin. Vielleicht hatte er ja recht. Vielleicht sollte ich Jay von meiner Vergangenheit erzählen. Vielleicht sollte ich meine kaputte Welt zeigen. Vielleicht sollte ich sogar mit ihm zu reden beginnen. Aber vielleicht, ganz vielleicht, passten Jay und ich auch einfach generell nicht zusammen. So, ich muss gestehen. Also im Vergleich zu den letzten beiden Parts finde ich das besser. Ich habe die anderen irgendwie immer so runtergerattert. Keine Ahnung. Aber gut. Also, ja, schaut bei Kritzelkiste vorbei, schaut bei Drachenmedia vorbei, lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!